Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Mission Dämonenaustreibung von Malkor. Mal schauen. Sieht aus wie eine Triathletin. Die will, dass ich mich ficke. Ja, Selbstficken macht keinen richtigen Spaß. Eingebildet ist sie auch noch. Ach, jetzt muss ich auch noch rennen oder was? Ach nee, ach nö. Nicht sprinten, ich mag keinen Sport. Kann ich die niederklappen? Oh, sie ist ja in der Ego-Tag mit diesem Waschen ein bisschen schwer. Lauf, Forrest-Gun! Lauf! Ne. Straßenwechsel, ohne zu gucken. Das ist auf jeden Fall gesund für die Sicherheit. Kein Risiko, überfahren zu werden. Jetzt hier, sonst schaffe ich die Kurve nicht. Nein! Aus dem Weg, ihr Schmarotzer, ihr Armleuchter, ihr wisst ihr, worum es mir hier geht. Es geht für mich um Leben und Tod. Um Leben und Tod. Scheiß auf meine Ausdauer, scheiß auf meine Gesundheit. Ich will nicht gegen noch verlieren. Lieber sterbe ich, anstatt zu verlieren. Mir ist alles recht. Für den Team. Und wenn ich sie töten muss, obwohl ich gerade getroffen bin. Ja, lauf, Forrest Gump, lauf! Lauf! Schneller, da geht noch was. Schneller, los! Jawoll! Jawoll! Ja, die Ausreden, wieder die Ausreden. Fuck me! Ich dir gegeben hab, my lady, wie ich dir gegeben hab. Genauso, richtig so warms. Genauso. Du kannst die Brille wieder aufsetzen. Genauso hab ich dir gegeben. Rauchen ist ungesund, my lady. Rauchen kann tödlich sein. Aber whatever. So, diese Mission ging fix. Und da würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen nebenbei Sprint, Flucht, Spaß und LKW-Diebstahl. Ein Porsche. Egal, das was ich habe ist 1000-mal besser, 1000-mal schneller und 10.000-mal wertvoller. Da. Ja. Boah, ein Hund. Ein Hund, das war ein Hund. Ja. Okay, weiß ich Bescheid. Ich gebe mir Mühe. Ich habe schnellste Fahrzeug der Welt, das kann ich schaffen. Los, los, fahr. Nein! Nein! Ja. Ihr seid mir alle im Weg, ihr kleinen Wichter. Obwohl ich nicht gleich größer bin. Ich hab dich gewonnen. Ich hab dich gewonnen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Naja. So ist das Leben, ne? Mal läuft's gut, mal läuft's schlecht, mal wird nur überfahren und mal hat man Glück. Ist halt alles so eine spontane Sache, über der man keinen wirklichen Einfluss hat. So. In dieser Folge werde ich keine weitere Mission annehmen, sondern nur die eine akzeptierte. Und in der nächsten Folge wird dann wieder eine neue Hauptmission weitergehen. Mal schauen, für welche ich mich entscheide. Ich hoffe, euch stört jetzt nicht. Tja, damit müsst ihr eigentlich leben. Ist Pech. Pech für euch alle.
Man muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben, rumfahren und töten und Selbstmord begeben. Ungefähr so in der Art jetzt. Yep, das war gekonnt. So, wer will spielen? Du willst spielen, habe ich gehört. Na komm, lass uns spielen. Ja. Ich will spielen. Danke. Mich springt ihr wieder, ne? Ich bringe dir in nächster Zeit wieder. Na, was kann man denn jetzt noch machen? Was? Ja, nein! Ich gebe nichts Schöneres als Motorradfahren. Nein, du sollst es nicht. Nein! Du gehst jetzt hier hin. Ja, setz dich drauf, setz den Helm auf, fährst los und hast Spaß. Du hast es verstanden. So, na jetzt noch mal so weiter fort. Ey, das muss erfolgreich werden. Ich sehe es kommen. Na, ich weiß, Leute, die Folge ist etwas langweilig, aber who cares? Dafür mache ich noch zum Schluss einen schönen Selbstmord, okay? Eigentlich will ich das nicht, aber ich mache es interessanter, weil ich drauf habe. So muss man fahren können. Das kann halt nur ich. Das ist alles gekonnt. Oh, ich hätte gedacht, es wird was. Ich war jetzt echt voller Hoffnungen. Voller Hoffnungen auf Erfolg. Wow, 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 was sind wir denn hier? Tschechien. Nein! Na gut, es bringt nichts, wenn ich das so weiterführe. Kommt eh nicht gescheit bei raus, ne? Ihr wisst ja, wie das läuft. Ich hab's nicht drauf, das wissen wir eh alle schon. Es wird auch nicht besser und auch nicht gescheiter, sondern es passiert nur solche Dinge. Obwohl ich nur Gas geben will, Spaß haben will und so weiter. Deswegen beende ich diese Aufnahme jetzt vorzeitig. Genau, es geht damit. Also dann wünsche ich noch einen schönen weiteren erholsamen Resttag, meine treuen Freunde. Ciao.